Schön, dass Sie wieder da sind hier bei Holzwerken TV. Bei Werkzeugen in der Werkstatt denkt man in der ersten Linie an Hobel, Stecheisen, Kreissägen, Abrichtdickenhobel etc. pp. Heute möchte ich mal auf ein Thema zu sprechen kommen, das ein bisschen abseitig ist. Es geht um einen Werkzeugkasten, der nur aus Flüssigkeiten und ähnlichen Stoffen besteht. Ich habe mal mitgebracht, was in meiner Werkstatt ständig zur Hand ist, um verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Ich fange ja einfach mal an und erkläre mal Stück für Stück die Produkte, die für mich in der Werkstatt unabdingbar sind. Ich fange hier an, nicht so häufig benutzt, aber wenn es nötig ist, dann ist es da. Es ist Silikonspray, kann auch Teflonspray nehmen. Silikonspray ist dann prima, wenn ich Dinge gängig machen will, wie zum Beispiel Aluminium-Bestandteile an verschiedenen Maschinen oder wenn ich im Frästisch die Schraubenköpfe in den Tenutschienen bewegen möchte, dann ist Silikon- oder Teflonspray prima geeignet, um da eine gewisse Gängigkeit herzustellen. Man sollte natürlich aufpassen, dass Silikon als Bestandteil dieses Sprays nicht auf Holzoberflächen gelangt, die später nochmal mit Lack oder mit anderen Oberflächenmitteln in Berührung kommen. Denn das kann dann auf jeden Fall zu Flecken führen, die man auch kaum je wieder rausbekommt. Ein silikonfreies Produkt habe ich hier. Das ist, nennt sich Vaxilit. Es gibt auch noch andere Dinge. Das ist dafür da, wenn ich meine Maschinen besonders gut gängig machen will, vor allem Maschinen mit Gusstischen. Man hat ja an höherwertigeren Tischkreissägen oder auch am Abrichtdickenhobel oft Gussflächen. Und diese Gussflächen werden mit solchem Produkt oder auch mit Silbergleit immer wieder regelmäßig versehen, sodass das Holz, was darüber geführt wird, wirklich fühlbar leichter sich über diesen Maschinentisch bewegen lässt. Das ist wirklich nicht nur eine Frage dessen, was angenehm ist, sondern es ist wirklich ein Sicherheitskriterium, dass das wirklich leicht geht, dass ich möglichst wenig Kraft an der Maschine aufwenden muss. Und daher ist es wirklich sehr, sehr wichtig, die Maschine regelmäßig mit einem solchen Produkt zu pflegen. Zwei wichtige Bestandteile sozusagen der Kategorie, ja, im weiteren Sinne Gleitmittel in der Werkstatt. Hin und wieder kommt es natürlich auch vor, dass Verkrustungen aufgetreten sind an Maschinenteilen oder auch an anderen mechanischen Teilen oder auch an Oberflächen metallischer Art. Und dann setze ich gerne auf eine solche Polierwatte. Alles, was Sie hier sehen, gibt es auch in der Regel von anderen Herstellern. Also hier ist nichts markenbezogen gemeint, sondern als Beispiel, was es alles gibt. Eine solche Polierwatte ist getränkt mit einem Lösemittel und man reißt sich dann ein gewisses Quantum ab und kann dann wunderbar auf der Fläche Verkrustungen etc. entfernen. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Watte auch schleifend, also abrasiv wirkt. Und wenn ich verchromte oder mit Messingüberzug versehene Metallgegenstände habe, dann kann ich auch damit durchschleifen. Also man muss sehr vorsichtig an die Sache herangehen und darf es natürlich nicht übertreiben. Wenn ich dann meine Bereiche mit einer solchen Polierwatte zum Beispiel gereinigt habe, dann geht es über zu dem Bereich Schmieren, denn gerade ein guter Schmiermittelüberzug verhindert ja auch Verkrustung, wenn ich ihn regelmäßig erneuere. Und da gibt es natürlich zwei Varianten. Das ist einmal das Fett. Hier habe ich ein ganz normales Mehrzweckfett in einer Spritze und ein Öl. Es kommt immer darauf an, welchen Teil ich gerade vor mir habe und dann, um die Frage zu beantworten, fette ich jetzt für die Leichtgängigkeit oder öle ich jetzt? So gut zugängliche Spindeln in Maschinen oder so werden in der Regel gefettet. Alles, wo es etwas schwieriger zugänglich ist oder wo man davor Sorge hat, dass das Fett empfindliche Teile verschmutzt, da greift man dann eher zu Ölen. Meine Metallhobel zum Beispiel versehe ich dann, nachdem ich sie zerlegt habe, geschärft habe, gereinigt habe, versehe ich dann immer mit einer leichten Schicht von einem solchen Öl, um auch die Korrosion zu verhindern. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil eines solchen Öls. Das kann man sehr dünnflüssig auch auf empfindliche Eisenbereiche auftragen. Auch das Bett der Drechselbank ist da ein gutes Beispiel. Regelmäßig wird das mit einem Öl versehen, um da auch Flugrost gar nicht erst entstehen zu lassen. Kommen wir von der Kategorie Schmieren zu einer Kategorie namens Kleben. Was ich immer dabei habe in der Werkstatt, aber jetzt nicht hier, sind natürlich diverse Leime oder auch Klebstoffe, ist vollkommen klar, hat jeder. Aber einen speziellen Kleber möchte ich kurz erwähnen. Das ist hier ein Sprühkleber. Sprühkleber kann ich wärmstens empfehlen, wenn es um den Vorrichtungsbau geht. Beispiel
Elemente, wo Holz sicher gegriffen werden soll, mit einer Vorschublade oder ähnlichem, da kommt es dann häufiger vor, dass gewisse Kontaktflächen mit Schleifpapier geklebt werden sollen. Und da ist Sprühkleber dann wirklich eine tolle Sache. Weiteres Beispiel sind Schleifscheiben, die man sich prima aus MDF selber machen kann. Der Sprühkleber kann nämlich so aufgetragen werden, dass man ihn auch wieder leicht lösen kann. Man kann also dann eine Fläche mit dem Sprühkleber versehen, packt das Schleifpapier seiner Wahl drauf. Und wenn es verschlissen ist, das Schleifpapier, kann man es wieder abziehen, eine neue Schicht Sprühkleber drauf und wieder neues Schleifpapier obendrauf. Das geht also wunderbar, deshalb ist ein Sprühkleber bei mir fester Bestandteil meines flüssigen Werkzeugkits. Ein weiterer Bestandteil meines flüssigen Werkzeugkastens ist Kamelienöl. Ich habe Kamelienöl sehr schätzen gelernt, einfach wenn es darum geht, Holzteile, die nicht unbedingt schön sein müssen, aber die doch auch nicht schmuddelig werden sollen, schnell mit einer gewissen Schutzschicht zu versehen. Beispiel, wenn ich Holzhobel wieder herrichte, wenn ich eine Hobelsohle wieder abrichte, kommt danach auf jeden Fall eine schnell aufgetragene Schicht Kamelienöl drüber. Das verhindert, dass diese frische, rohe Holzfläche gleich durch irgendwelche unsauberen Finger oder Stellflächen verschmutzt wird. Dafür ist Kamelienöl sehr gut geeignet. Es verbessert auch die Laufeigenschaften der Hobel. Muss natürlich im Laufe der Zeit, weil es ein sehr dünnes Öl ist, regelmäßig mal wieder erneuert werden. Kommen wir nun zu einer kleinen Geheimwaffe. Das hier ist selbst abgefüllt in einem Sprühfläschchen, das es bei mir im Haushalt gab. Hier handelt es sich um ein Sprühfläschchen mit Ethanol. Ethanol ist so die reine Variante von Spiritus. Und Ethanol nutze ich gerne dafür, wenn ich an bestimmten Punkten eines Projekts bin und will mich davon überzeugen, wie sieht dieses Objekt, zum Beispiel beim Drechseln, später mit einem Oberflächenüberzug auf. Also Ethanol simuliert dann diesen Effekt für 1-2 Minuten und danach verfliegt es rückstandsfrei. Und das ist das Schöne im Gegensatz zu Wasser. Wasser stellt immer die Holzfasern auf. Ich kann dann zwar den Effekt des Überzugsmittels schon mal voran, aber gleichzeitig habe ich wirklich eine rauere Oberfläche und das will ich natürlich nicht. Daher ist Ethanol wirklich wunderbar geeignet. Ein weiterer Effekt ist, wenn ich eine widrige Stelle beim Hobeln habe, auch da kann man vorsichtig mit Ethanol arbeiten. Da wird die Stelle für 1-2 Minuten geschmeidiger. Ich kann sie sauber hobeln und dann ist das Ethanol auch rückstandsfrei aus dem Holz wieder heraus. Aber natürlich muss man bedenken, dass Ethanol erstens stark brennbar ist, vollkommen klar. Und zum Zweiten auch nicht in Massen sozusagen eingesetzt, auch nicht so furchtbar gut für die Gesundheit. Also wirklich sehr, sehr dosiert einsetzen das Ganze und es nicht übertreiben. Und dann kommen wir schon zum letzten flüssigen Stoff in meiner Werkzeugkiste. Das ist einfach nur Wasser. Eine Sprühflasche, die ich immer halb gefüllt bei mir an der Werkbank stehen habe, um verschiedene Dinge zu tun. Zum einen, wir haben es eben schon angesprochen, um Holzfasern aufzustellen, in dem Fall aber bewusst. Es geht da nämlich um das sogenannte Wässern von Holzoberflächen. Wie Sie sicherlich alle wissen, wenn ich Holz mit Wasser versehe, stellen sich die Oberflächen Fasern auf. Das nutze ich aus, indem ich sie einmal wässere, trocken lasse und dann schleife. Und so hat man schon mal einiges an Glätte gewonnen und das ist ein praktischer Effekt. Und dafür ist so eine Sprühflasche einfach sehr praktisch. Einsprühen, die Fläche nachwischen und schon hat man komplett gewässert. Ein weiterer Punkt, wo ich diese Sprühflasche immer dabei habe, ist beim Nassholzdrechseln. Wenn ich den feuchten Holzrohling immer mal wieder befeuchten möchte, weil er zwischendurch natürlich Flüssigkeit verliert, um das Holz für den Schnitt geschmeidig zu halten, um wirklich auch dünnwandige Gefäße herstellen zu können. Da ist eine Sprühflasche natürlich immer Gold wert, weil alle 2-3 Minuten nachgesprüht werden kann. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar gute Tipps geben können mit diesem flüssigen Werkzeugkasten. Ich sage viel Spaß damit in der Werkstatt und bis zum nächsten Mal bei Holzwerken TV.